Ob Sicherheit, Klimawandel oder neue Regeln für den Kapitalismus, nur gemeinsam kann man solche Herausforderungen meistern. Noch vor ihrer Ankunft in Biarritz hob Kanzlerin Merkel deshalb in ihrem Podcast die Bedeutung des G7-Gipfels hervor. Kein Land kann die Rahmenbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung alleine festlegen. Zum Beispiel geht es hier auch um die Frage der Besteuerung von Internetunternehmen. Solche Steuern treffen vor allem große US-Internetkonzerne, was Donald Trump als unfair bezeichnet. Und weil Frankreich schon auf nationaler Ebene beschlossen hat, globale Internetkonzerne zu besteuern, sendet Trump vorab eine Drohung Richtung Paris. Wenn sie das tun, dann werden wir ihren Wein besteuern oder wir machen was anderes. Wir werden ihren Wein so besteuern, wie sie es noch nie gesehen haben. Dass der US-Präsident nicht blufft, zeigt er jetzt erneut im Handelskonflikt mit China. Nur Minuten nachdem China ankündigte, US-Waren mit Sonderzöllen in Höhe von 75 Milliarden Dollar zu belegen, reagierte er auf Twitter und konterte mit einer Erhöhung der bereits bestehenden Strafzölle von 550 Milliarden Dollar auf chinesische Waren um weitere 5%. Trumps Weinglas blieb beim Vier-Augen-Gespräch mit Macron dann auch erstmal leer. Macron versucht, Druck rauszunehmen. Ich möchte alle unsere Partner davon überzeugen, dass Spannungen, insbesondere Handelsspannungen, für alle schlecht sind. Wir müssen eine Form der Deeskalation erreichen. Das bedeutet, die Dinge zu stabilisieren und diesen Handelskrieg zu vermeiden. Unruhe gibt es unterdessen auch außerhalb des Gipfels. Neben kleineren Scharmützeln mit der Polizei wurden drei Deutsche zu Haftstrafen verurteilt wegen geplanter Gewalttaten. Sie waren mit Sturmhaube, Tränengas und Eispickeln auf dem Weg nach Biarritz.